Der Rückrundenauftakt will dagegen in Nürnberg nicht so ganz reibungslos verlaufen. Vieles bleibt brotlose Kunst und auch der Gast aus Kaiserslautern offenbart zunächst so manche Unzulänglichkeit. Nürnberg in der ersten Halbzeit mit den besseren Chancen. Markus Schroth gänzlich unbedrängt. Kaiserslautern ohne 5 verletzte Stammspieler und ohne Feridun Sandi. Weil eine Verletzung am Auge mit einem Medikament behandelt wurde, das auf der Dopingliste steht, verzichtet der FCK vorsorglich auf den Einsatz seines Spielmachers. Doch auch ersatzgeschwächt bestimmen die Gäste die zweite Halbzeit, der Belgier RW Lembi mit der Führung. Ja, mein zweites Saisontor, so langsam komme ich in Gang. Mal gucken, wo das noch hinführt. Der erste FC Kaiserslautern in der Hinrunde nur mit einem Auswärtssieg in Rostock, nun klar die bessere Mannschaft. Halil Altintop auf Stefan Blank, der erst zu Wochenbeginn aus Aachen in die Pfalz gekommen war, mit dem, was man gemeinhin einen Einstand nach Maß nennt. Der erste FC Nürnberg tut sich weiter schwer. Das 1:2 durch Sven Müller bleibt an diesem Nachmittag das einzig Zählbare. Inwiefern ist jetzt der Trainer gefragt, erstmal so ein bisschen Balsam auf die Wunden oder eher dazwischenhauen mal? Das überlassen Sie mir. Das werde ich mit der Mannschaft diese Woche besprechen. Und jetzt nach dem Spiel werde ich da natürlich nichts sagen können. Kaiserslautern gewinnt am Ende 3:1. Kramotzes Freistoß fälscht Ketteler noch ab. Nürnberg nun mit Blick Richtung Abstiegsränge. Der FCK darf tendenziell eher nach oben schielen.